Videospiele reproduzieren natürlich auch als kulturindustrielle Produkte immer Ideologie. Ich finde gerade Wolfenstein The New Colossus, das wir hier gerade spielen, ist eine sehr interessante Subversion und demzufolge auch so ein brillantes Spiel. Wolfenstein zeichnete sich immer dadurch aus, dass man als BJ Blazkowicz Nazis erschießt. Inzwischen ist dieses Spiel jedoch vielmehr eine Debatte um antifaschistischen Widerstand. Wir haben hier die Thematisierung von BJ Blazkowicz' Mutter, die als Jüdin von ihrem eigenen Ehemann an die Nazis, die die USA besetzt halten, verraten worden ist. Wir haben eine schwarze Widerstandskämpferin, die mit BJ Blazkowicz eine Debatte über die Banalität des Bösen führt. Blazkowicz sagt ihr, diese Nazis sind Monster, und sie sagt zu ihm, nein, das sind keine Monster, das sind ganz normale Menschen. Und auch das Spiel selber vermittelt beispielsweise durch Postkarten, die man findet, die ein Wehrmachtssoldat an seine Mutter geschickt hat, zeigt auf, es handelt sich hier um Menschen. Es sind Menschen, die in der Lage sind, die Shoah durchzuführen. Es sind Menschen, die in der Lage sind, industriellen Massenmord zu begehen. Es sind Menschen, die in Auschwitz an der Rampe standen. Gamification beschreibt eine Form von Verspielerischung, um es wortwörtlich zu übersetzen, von Dingen oder Handlungen. Man suggeriert, etwas sei ein Spiel und nicht die tatsächliche Aufgabe, die man vor sich hat. Sondern durch diese Gamification wurde vermittelt, man selbst ist eine Heldin auf einer epischen Reise. Und die Steuererklärung oder Joggen gehen sind Schritte zu deinem Ende und Schritte zu deiner persönlichen Heldinnenwerdung. Es gibt eine aus dem 4chan-Kontext entstammte Internetseite, die sich Encyclopedia Dramatica nennt und eine Art zynisches, schwarzen Humor verschriebenes Wikipedia ist. Diese Seite hat eine sogenannte Highscore-Liste. Und auf dieser Seite werden die Opfer von terroristischen Attentaten aufgezählt. Es gibt unterschiedliche Kategorien und es findet ein Ranking statt. Wer die meisten Menschen ermordet hat, führt diese Liste an. Eines der, glaube ich, deutlichsten Beispiele, bei dem sich der Täter auch in seinen Schriften explizit auf Gamification of Terror bezogen hat, war der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019. Wie auch beispielsweise bei dem Anschlag auf die Moschee in Christchurch, Neuseeland im März 2019, hat der Attentäter seine Handlungen mit einer Kamera gefilmt, die er auf seinem Helm befestigt hatte. Der ganze Stream hat sehr an einen Ego-Shooter wie Counter-Strike erinnert. In seinem Bekennerschreiben hatte der Täter von Halle eine Liste von Achievements, von Errungenschaften, die ähnlich formuliert waren wie die Errungenschaften in Videospielen. In der Rechten gibt es den abwertenden Begriff NPC, Non-Player-Character, für politische GegnerInnen. Sie sind quasi etwas Fremdgesteuertes. Indem man bei einer Gamification of Terror seine Opfer nicht als Menschen sieht, mit Träumen, Wünschen, Zukunftsplänen, Hoffnungen, sondern eben als bloße NPCs, als Ziele, die man schießen kann, auf dass die eigene Punktzahl ansteigt, entmenschlicht man sie. Die Kampagne 1%, die von dem identitären Philipp Stein geleitet wird, hat das Spiel Heimat Defender Rebellion auf der Videospielplattform Steam publiziert. Das Spiel ist angelegt in einer dystopischen Zukunft des Jahres 2084, wenig subtil, und die Welt ist beherrscht von, es gibt keine Nationalstaaten mehr, und die Welt wird beherrscht von einem Unternehmen namens Globo Homo Corporation. Sehr originell. Die Globo Homo Corporation verwandelt Menschen in NPCs. Also hier haben wir auch wieder das Auftauchen dieses Begriffs, und die sind in der Regel als Antifaschisten oder Feministinnen dargestellt. Bei der Gaming-Community handelt es sich um eine leider doch immer noch stellenweise männerbündisch geprägte Struktur, und auch
und die immer wieder antifeministisch und frauenfeindlich auffällt. Das Paradebeispiel war die Gamergate-Kampagne, eine gegen drei Frauen aus der Videospielszene gerichtete frauenfeindliche Hetzkampagne, die als Ursprung der Alt-Right verstanden werden muss. Image-Boards wie Kulchan oder 8kun, und gerade 8kun, das in Bezug auf die QAnon-Verschwörungsideologie, die auch in Deutschland massiv um sich greift, extrem relevante Orte sind, sind weitestgehend unbekannt, außer vielleicht von den rechten Teilen der Polizisten, die sich selbst darauf herumtreiben. Ich mach mich auf den Weg zu einem...